Fackel, Gott. Ach so, wenn alle Fackeln aus sind, dann spawnt er oder was? Ich wollte ja schon seit längerem mal ein Haus bauen. Alter, 61 Gold, 2 Platin und 22 Gold. Ach so, wenn alle Fackeln aus sind, dann spawnt er oder was? Nee. Digga, was zum. Hä? Das war's, oder? Hast du was in deinem Inventar? Ja, Sachen. Das hier. Nee, hast du Torch God's Favor im Inventar? Nein. Soll ich's mal benutzen? Ja. Benutzt. Soll ich dir zeigen? Komm mal mit. Ich hab eine normale Fackel in der Hand und hier ist Verderben. In dem Biom, den ich bin, in der die Fackel wird umgewandelt. Und das kann man auch an- und ausstellen, da wo es linear ist. Und du hast das nicht bekommen jetzt? Nee. Dann müssen wir es nochmal. Hä, hey, lol. Hältst du auf, was ist das denn? Warte, ich muss es kurz ausmachen. Das ist ja witzig. Was ist das? Ist das Blockswap oder? Ja. Ah. Hey, das ist ja witzig. Das kann man einfach so machen, wenn man Tonnen Fackeln platziert, dann kommt da irgendwann das raus, ja. Oder? Was bringt die Fackeln? Einfach nur... Nee, ja, mit der Spawn-Gun, da beschießen die dich, wenn das vorbei ist, dann tust du, was in der Inventar bekommt, das benutzt du und da kannst du in jedem Biom, den du bist, tust du Fackeln platzieren und das dann Dschungelfackel, wenn du im Dschungel bist. Ah. Verderbnisfackel, wenn du im Verderben bist und so. Das ist übelst geil. Oh, es geht los. Ja. Digga, wie es auf der Seite, von der Seite auch rauskommt. Die Musik ja, auch noch. Hey, ist ja witzig, mal ein bisschen ausweichen hier. Ah! Geht aber auf dich. Ja. Vor uns ging auf mich. Da kam bei mir der Sound. Bei dir kann der wohl jetzt nicht der Sound am Anfang. Sonst was für Sound? Ja, der Boss-Sound. Krasser Boss. Hier. Ja, so jetzt muss Geld getan. Ja, hab's. Ja. Porridge Scott Fail. Unlocks Ability Toggle Left of the Inventory. Enable Normal Torch Change. Okay, das ist cool. Wo hast du das rausgefunden? Hat mir der Diener erzählt. Ah. Wir haben gar keine Blocktruhe, fällt mir auf. Keine Wendetruhe. Ja, man kann das auch. Schön. Man kann. Achtung! Biome Torch Swap on. Du kannst es auch einlösen, ja. Ne? Das hast ja, schon. Genau. Das tut man einlösen und dann ist das eben. Und dann tust du eine Fackel, weil ich das in den Dschungel platzieren und kriegst dann in eine Dschungelfackel wieder zurück, oder was? Ja, sehr gescheuert, das ist mega fein. Baust du so gern Häuser, da muss ich nicht extra irgendwas farmen und die Zubuturm. Ja. Achso, bitte mal die Sternstuppe, die du findest, aufheben, weil da können wir uns bessere Köder eben machen. Ja, ich weiß schon. Also ich kenne mich schon aus mit den Köder. Alles gut. Ja, ja, ich werde ja sagen. Und wir gehen in den Dschungel, fangen einfach die Viecher, es geht viel einfacher. Viecher? Ja, du baust da Bücher ab, da kommen Groupies raus und so. Ich bin jetzt mal hier am Start. Ich wollte jetzt mal eben kurz was zusammenbauen, denn ich habe danach gesucht. Ich war gerade in der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie lange, circa ein bisschen weniger als eine Stunde, die ganze Zeit gesucht. Ich habe über 20 Truhen durchgesucht im Eisbiom, in der großen Welt tatsächlich und auch noch auf Extrem. Habe ich durchgesucht und habe nichts gefunden. Ich habe keinen Schneesturm in der Flasche gefunden und deswegen habe ich jetzt von unserer alten YouTube-Welt von Staffel 1 die Welt, da habe ich jetzt einfach Schneesturm in der Flasche mitgenommen, denn das ist das Einzige, was ich noch brauche und ich habe keinen Bock mehr, dass ich die ganze Zeit diese Kacke suche, aber ich möchte halt unbedingt auch diesen Ballon zusammenbauen. Ja, apropos lang, ich brauche noch einen Ballon. Ich meine, ich kann jetzt mal dazu sagen, dass wir ja in der YouTube-Welt von Staffel 1 das Ganze ja auch gefarmt haben, ne, deswegen ist ja logisch, wir haben das Ganze gefarmt und deswegen habe ich mir das aus der Welt genommen, weil ich habe keinen Bock mehr so lange, weil ich bin halt gerade absolut müde irgendwie und will einfach nur noch, dass ich mal diesen Ballon habe, denn damit ich einfach noch weiter höher kann, ne, logischerweise und ist ja gerade erzählt, wie das ist, ne, hier ist halt gerade noch so ein scheiß Hufeisen drin. Deswegen habe ich es einfach aus meiner alten Welt genommen. Es ist zwar etwas cheaty mit, aber wie gesagt, das ist einfach, dieses Farm ist einfach komplett öde. Ich wundere, ich mache das auch gerade mit meinem anderen Account, nicht, dass falls irgendwelche Leute wundern soll, denn es ist halt, also ich sammle halt mir die Sachen, die ich halt beispielsweise nicht mehr in unserer Welt farmen kann, farme ich oder hole ich mir halt über den Account eben, also beziehungsweise, ja, hier habe ich einen Ballon, weil es dann nicht so lange dauert und sowas, ne, das wollte ich mal sagen und ich habe halt auch so ein Schwert hier, das ist das beste Schwert mit, ja, wollte ich schon mal gezeigt haben. Nicht, dass ich da irgendwelche Leute dann wundern, wieso, was ich da mache, weil ich habe es ja gerade erzählt und nicht, dass er da wundert, warum ich auf einmal jetzt hier fett rumfliege und sowas. So, wir haben Sandsturm im Ballon, wir haben Wolke im Ballon und jetzt craften wir noch
Schneesturm im Ballon. Denn ich hatte letztens mir einen Luftballon zwar schon mal geholt. Ich dachte, ich habe alle. Dabei hatte ich nicht alle, sondern ich hatte tatsächlich dann zweimal Wolke im Ballon und hat mir der Schneesturm gefühlt. Das war so ein bisschen das Problem. Und jetzt haben wir ein Ballonbündel ermöglicht, einen Vierfachsprung. Er vergrößert die Sprunghöhe zuzüglich nochmal. Jetzt kann ich mal kurz gucken, ob man nochmal den Ballon upgraden kann. Nein, tatsächlich nicht. Kann man nicht mehr. Das ist aber nicht schlimm. So, wir probieren das Ganze mal aus. Ich werde es mal kurz anmachen. So sieht das Ganze aus. Man hat wirklich viele Ballons. Ja. Ich ziehe meine Flügel aus und meine Dings auch. Ja, okay. Ich weiß ja jetzt nicht so. Ach ja, genau. Ich habe. Alter. So hier. So. Und so. Moin. Das ist. Lol, das ist ja übelst krass. Bloß was ich gar nicht weiß, funktioniert denn das auch, wenn ich jetzt beispielsweise die Flügel mit anhabe? Ich meine, den Ballon, der. Ui, ja, tatsächlich. Der Ballon, obwohl. Ja, tatsächlich. Ah, es bringt doch was. Okay, bis hier hoch bin ich jetzt gekommen. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Test. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt bis zur Insel hochkomme. Ich weiß gar nicht, macht er das dann auch noch? Fast. Also auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nice, also dieser Ballon, diese Ballonbündel ist schon cool. Ja, das wollte ich jetzt eben nochmal kurz mit hier aufnehmen und mit reinnehmen. Ja, wie gesagt, es ist einfach, es ist halt einfach zeitaufwendig und ich habe zurzeit nicht so viel Zeit, dass ich mal da eben so mich hinsetze und 2-3 Stunden farme und dann das am Ende trotzdem nicht finde. So, jetzt seht ihr nochmal eine Timelapse im Hintergrund, denn ich wollte ja schon seit längerem mal ein Haus bauen. Hab's auch geschafft, es sieht wirklich am Ende übelst geil aus. Jetzt nicht wundern, warum das jetzt auch zwischendurch erst ein bisschen komisch aussieht. Ich habe noch nicht so oft Häuser und Terraria gebaut, dementsprechend kenne ich noch nicht so viel Dekorationsmöglichkeiten bzw. Blöcke. Und auch allgemein die Deko werde ich auch noch später machen, also werde ich jetzt, die ist jetzt nicht in der Timelapse mit drin. Das kommt alles noch, aber auf jeden Fall bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden mit dem Haus und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß. We'll be right back.
So, mein ganzes Inventar ist komplett zugemüllt hier. Egal, erstmal wollte ich noch kurz gucken. Ich verkaufe immer den Scheiß. Alter, 61 Gold, Junge, für Dämonit-Erz. Ey, das ist ja so krank. Da kann man ja, Alter, kann man da übelst... Mir fällt das Alter, man kann... Oh, ich will mal kurz das ausprobieren. Zwei Platin und 22 Gold. Alter, ich weiß nicht, wann man die brauchen, Digga, aber das ist ja übelst. Man kann ja so fett farmen. Ich habe keine Ahnung, 3-4 Mal einen Weltenfresser gemacht und habe das rausbekommen. Keine Ahnung, jetzt bin ich direkt mal Platin reicher. Alter, das ist krass. Fast 3,5 Platin. So krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja übelst. Man kann ja hier übelst farmen. 2 Platin. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen, deswegen tue ich das nochmal rein. Und dann wollte ich mal noch kurz zeigen, hier. Status, wir haben jetzt 26%, das ist einfach übelst krass, 26%, ja, dafür müssen wir auf jeden Fall, ja, fett sparen, also deswegen brauchen wir die ganzen Münzen dafür, dass wir eben das ganze Verderben wegmachen. So, am Haus angekommen hier, ja, jetzt sieht man es nochmal am Tag, so sieht das Ganze erstmal aus. Ich finde, es sieht tatsächlich schon mal ziemlich nice aus. Was mir auch sehr, sehr gefällt, ist eben, dass hier, ich hab ja so eine Schicht drüber. Ich will bloß gesagt haben, ich habe das Ganze auch abgebaut erstmal. Ich habe da ein paar Bilder oder ein bisschen was aus dem Internet gefunden und das habe ich einfach erstmal abgebaut. Das merkt man vielleicht im Video oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es trotzdem schon mal übelst nice und das Geile ist, ich habe jetzt nochmal hier so einen Dschungelzart bekommen. Den kann ich mal hier unten anpflanzen, weil hier wächst, wird ja sowieso nicht wachsen. Deswegen, es sieht schon mal mega geil aus und das sieht am Ende, wenn das dann so runterhängt, noch viel, viel geiler aus. Und ja, im Großen und Ganzen ist das Ganze schon. Ich kann trotzdem immer das Bild im Hintergrund einblenden, da seht ihr das Ganze nämlich mal. Ich finde, ich habe es eigentlich ziemlich getroffen und mal sehen, vielleicht bauen wir auch noch die andere Hälfte hin, das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, so. Ja, so sieht das Ganze erstmal aus. Das wollte ich mal kurz zeigen. Wie gesagt, Dekoration kommt später nochmal irgendwann. Es hat auch ein bisschen gedauert, also ich habe circa eine Stunde, hatte ich da dran gesessen. Das lag aber auch daran, dass ich halt auch ziemlich abgefuckt wurde hier von irgendwelchen Viechern. Man hat es vielleicht gesehen, es waren Tonnen Viecher die ganze Zeit in der Umgebung. Aber auf jeden Fall war es das erstmal mit diesem Video. Lasst uns ein Like und ein Abo da für dieses richtig geile Haus. Und dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video, in der nächsten Folge von Terraria. Und ciao!